Ich habe hier Stierschulter. Den Stier habe ich selber geschlachtet. Der ist 14 Tage im Kühlhaus abgehangen. Und deswegen sagen wir, den zerlege. Ich fange immer an, vorne mit der Wade. Und zwar von der Seite. Und von der immer schön am Knochen entlang. So. Der Knochen geht da her. Das ist der Ellbogen. Dann machen wir das so. So her. Dann ist da das Gelenk, da schneide ich ein Messer rein und drück das Ganze noch ein bisschen nieder. Und schauen, dass nicht so viel Fleisch am Knochen oben bleibt. Da schneiden wir noch weg. So, jetzt drehe ich das so her, die Schulter. Jetzt löse ich den Mittelknochen mache ich jetzt frei und dann das Schulterblatt und dann kommt der Mittelknochen raus. Da schneide ich jetzt da, geht die Naht so her. Schau, dass er auf die Beinhaut kommt. Und die Sehne, sie schauen, dass man sie nicht durchschneidet. Natürlich noch beim Zugputzen leichter. Jetzt wird man da. Da ist das Schulterblatt. Drehe es um. Und da hinten ein Schnitt sein, damit das Schulterblatt leichter ausgerissen kriegt. Ja. Dass ich die Beinhaut erwische. Und jetzt rennt es raus. Schaut's. Und der Bahn ist sauber, ja. Ich weiß, früher haben wir es anders gelernt. Früher haben wir das mit dem Streicher ausgetan, aber es war eine irrsinnige Arbeit. Geht so einfach leichter. Den Knorpel schon mal noch weg. Und jetzt kommt der Mittelknochen raus. Schauen wir mal ein bisschen an. Und da schüttelt sich der Knochen schön aus. Schön's. Das passt. Wichtig ist, dass da kein Schnitt drin ist, dass das alles schön ist. Jetzt trenne ich die Wade von der dicken Schulter.
da sind noch, da sind die Bank, so. Und da schauen Sie, jetzt habe ich die Sehne nicht durchschnitten, ich kann sie schön wegschneiden. So, da habe ich jetzt dicke Schulter, Schulterblatt, Schultermeißel. Gestell ich vom Schultermeißel das sehnige, was nicht so schön ist, scheinbar alles weg. Da vorne ist noch ein bisschen Knorpel drin, den scheinbar auch weg. Hinten ist das Schema einfach weg. Das Schema weg. Dann ist da das Schulterblatt. Schema weg. Und das ist da die dicke Schulter. Da versteht das. Da ist einfach die. Hinten ist immer eine grobe Sehne, die schneide ich ab, ein bisschen aus, als so. Die sind die schneide ich ab, ich habe nicht gut fürs Messer. So. Das ist jetzt die dicke Schulter. Da schneide ich ein bisschen aus. Schulterblatt. Da ist einfach gerade eine grobe Sehne ein bisschen weg, da die, was nicht so schön ist, bin ich auch weg. Hinten scheinbar immer ein bisschen gerade. Da schaut es ganz anders aus, wenn es Schulterblatt. Die Fetten weg. Der Meißel. Und das ist einmal die vordere Wade. Da stelle ich einmal drei Teile den, dann da. Das sind Sehnenköpfe weg. Und da die. Yeah.